Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserer Serie Das ist nur ein Test. Ja, und auf den Titel Arisen bin ich gekommen durch ein Gespräch mit dir, Alex. Und kurze Zeit danach wurde der Titel dann auch dem Kanal gespendet und wir schauen jetzt mal in den ersten Teil rein. Insgesamt gibt es bisher, soweit ich weiß, 3 Teile. Und wir spielen einfach mal ein neues Spiel. Ich bin wieder total unvorbereitet. Spiele es also blind. Und so viel kann ich jetzt also nicht zu dem Titel sagen, außer dass es, wie ich erfahren habe, um Götter geht. Um Götter, die vielleicht die Welt verlassen haben. Aber du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Zum Bürger bin ich hier. Okay, ja, da haben wir ja noch mal Glück gehabt irgendwie. Oh, Moment, hier liegt was. Eine Goldmünze. Haha, wir werden reich. Moment, ist hier noch eine? Ja. Wir sollten erstmal nach unseren Kameraden schauen, bevor wir hier... Oh, was ist das? Grog. Cool. Vielleicht lebt noch einer? Das stimmt. Oh, ja. Der lebt wohl nicht mehr, aber er hatte wenigstens noch ein bisschen... Ein bisschen Zeug dabei. Ich glaube, ich gehe mal in die Einstellungen und... Na, das kann ja was geben, hier mit den Goldmünzen. Oh, Sarah! Sie atmet noch. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Och ja, keine Ahnung, wir sollten uns umsehen. Keine Ahnung, wir sollten uns umsehen. Einverstanden. Vielleicht finden wir irgendwo in der Nähe einen sicheren Ort. Hier habe ich kein gutes Gefühl. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Wunderbar, ja, in die Einstellungen sollte ich gehen, noch mehr Gold. ich finde, die Lautstärke ist vielleicht ein bisschen unglücklich eingestellt gerade. Und den Ton können wir einstellen. Ja, die Musik habe ich schon ein bisschen runtergeregelt. Gesamtlautstärke ist bestimmt okay. Die Sprache war mir ein bisschen leise, hatte ich so den Eindruck.
Also gehen wir vielleicht mit der Effektlautstärke nochmal ein bisschen runter und auch mit der Hintergrundlautstärke. Gesamtlautstärke, finde ich, kann vielleicht so bleiben. Ein bisschen gehen wir auch runter. Ja, die Sprache war ein bisschen leise. Okay, dürfen wir das speichern oder wird das automatisch jetzt übernommen? Ich sehe nicht zum Speichern. Okay, dann sagen wir mal fortsetzen. Ja, wir suchen einen Knüppel also. Vielleicht finden wir hier noch andere Sachen. Und das ist ja schon mal, kann ich schon mal vorweg sagen, ganz nach meinem Geschmack. Wir haben eine Muschel gefunden. Wir haben vorhin, oh, hier ist rum. Wir haben vorhin schon Grog gefunden. Das finde ich super. Also, man darf hier einsammeln fleißig. Oh, gespeichert. Ja, das ist natürlich noch die große Frage. Wie wird, oh, Goldmünzen. Gold. Es gibt hier viel Gold. Ja, das ist natürlich die große Frage, wie speichern wir ab? F5 geht scheinbar dann nicht. Aber das werden wir wahrscheinlich dann schon rausfinden. Autospeichern hört sich auch schon mal gut an. Ah, hier ist ein Knüppel. Haha, wir beschützen dich, Sarah. Und jetzt? Oh, wenn da eine Fackel liegt. Ja, komm, wir gehen erstmal am Strand entlang. Und gucken, was wir hier noch so finden. Vielleicht finden wir noch einen verbesserten Knüppel oder so etwas. Irgendetwas bewegt sich da vorne. Was ist das? Das ist ein Vogel. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Vögeln in Piranha Bytes spielen. Aber egal, wir haben den Knüppel. Wie können wir den ausrüsten? Ach, das ist ein Vogel. Keine Angst vor dem Vogel. Hungriger... Vielleicht gibt er uns seine Federn. Gib uns deine Federn. Ah. Okay, wir haben den Knüppel gar nicht gebraucht, aber wir bekommen hier jetzt auch nichts weiter raus. Da ist noch einer. Okay, nimm das. Tritt so. Oh nein, lass dich nicht beißen. Ja. Ah, das ist gut. Das ist schon mal sehr schön. Hier liegt noch ein Ertrunkener. Das stimmt. Es ist immer noch etwas leise. Aber das liegt wahrscheinlich auch am Wetter. Ah ja, genau, Fleisch, darauf hatte ich es abgesehen. Essen brauchen wir bestimmt. Ja, und Muscheln, Fleisch. Ich habe gerade schon irgendwie eine Libelle oder so etwas vorbeifliegen sehen. Was ist mit dem Ertrunkenen hier? Den können wir leider nicht ausnehmen. Ah. Ja, also der erste Eindruck, muss ich sagen, ist wirklich ganz nach meinem Geschmack. Ich weiß nicht, was das war. Gehen wir? So, ich habe eine Waffe. Ich habe eine Waffe. Du musst die Waffe anlegen, damit du sie benutzen kannst. Nimm die Waffe aus deiner Tasche und pack sie auf den Rücken. Ach so, nee, jetzt ehrlich, I? Nein, ach so. Und wähle eine Waffe aus und drücke linke Maustaste, um sie anzulegen. Waffen. Knüppel. Linke Maustaste. Aha. Die hätten wir dann ganz gerne auf 3. Geht das auch? Ah, auf 1. Na gut, 1 ist auch gut. Ja, und nun? Also, das hat geklappt, Sarah, meine ich. Lass uns losgehen. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Ha, hier sind nur Vögel. Ich habe keine Angst vor Vögeln. Waffe her. Komm her, du Vogel. Wir folgen mal dem Licht. Ja, da ist der Vogel. Können wir laufen? Nein, können wir nicht. Doch, bestimmt irgendwie. Vogel. Pass auf! Ah, nicht in die Luft. Ja, auf den Kopf. Ja, trifft den Kopf. Ah. Waffe weg und einsammeln. Essen. So viel Essen. Und geht's weiter? Ach so, Moment. Können wir mit dir reden? Warte hier. Warte hier. Na gut. Aha. Ein Stachelmeerschweinchen. Okay, das schnappen wir uns. Nein, wir hauen immer in die Luft, das ist nicht gut. Eine junge Stachelratte. Oh, die sticht ganz schön. Ah, na gut. Da drüben ist noch ein Wolf oder so etwas ähnliches. Der hat uns aber noch nicht entdeckt. Ah,
Ich hoffe, das Fleisch können wir nachher irgendwie verkaufen. Können wir den Pilz hier mitnehmen? Ja, ja, können wir. Und hier liegt auch noch irgendwas auf dem Boden. Nein, das ist nur ein Stein. Und das ist auch nur ein Stein. Okay. Ja, schöne Gegend. Das Wetter könnte natürlich besser sein, wie man schon sieht. Aber Wolf. Ja. 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 Hey. Spielen wir auf ganz leicht, oder? Na, die richtige, das sind ja nur Tiere. Ja, ja, nur Tiere, aber wenn mir so ein Wolf begegnen würde, also ich bräuchte da mehr als so einen Holzstock. Hier, Pflanze. Heilkraut. Ah, wir haben nur gute Sachen. Hey, Moment, wir sind schon ziemlich am Ende, muss ich sagen. Hier ist noch eine Pflanze. Eine Beere. Beeren, Beeren, Beeren. Ja, rohes Fleisch zu essen, glaube ich, ist nicht die beste Idee. Wir nehmen Sarah mal mit. Ach, wir nehmen Sarah mal mit, wollte ich sagen. Entschuldigung. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Super, das machen wir, das haben wir schon gemacht und wir gucken mal, ob wir uns da vielleicht schon heilen können. Ja, wir haben hier die Beeren, wächst überall Mana, Gold wert. Gold ist es wert, Gold wert haben wir. Ach, das ist ja herrlich. Heilkraut haben wir, bekannt für seine heilende Wirkung und begehrte Zutat in der Alchemie. Wir werden also auch Alchemie lernen dürfen. Okay, können wir das essen? Haben wir schon gegessen? Habe ich jetzt nicht gesehen, ob sich unten irgendetwas an unserer Gesundheitsanzeige gebessert hat. Ich glaube nein. Dann essen wir noch so einen Apfel. Was ist mit Sarah? Will sie nicht auch irgendwas essen? Ach, das geht nicht unten mit der Gesundheit. Wir machen irgendwas falsch. Na schön. Dann geht es erstmal so weiter. Etwas geschwächt. Kommt sie jetzt mit? Nö, sie bleibt da stehen. Sarah, du kennst dich hier aus, du weißt, wie das geht. Komm mit. Komm mit. Ist gut. Hier, Sarah, guck mal, das haben wir erledigt. Eine Stachelschweinratte mehr. Eine Meerschweinratte-Stachel. Und der Wolf. Das waren auch wir, ganz allein. Mit unserem Knüppel, was sagst du dazu? Oh Moment, wir sind Linksgänger. Wir gehen nicht dort lang, wir gehen hier entlang. Können wir das einsammeln? Nein, das ist nur ein Stein. Ah, Heilkraut. Na gut, wir brauchen mehr von diesem Heilkraut. Ach so, das dauert vielleicht etwas, bis das wirkt. Mana-Pflanze. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Oh, das ist ja schön. Gut, dass wir dich mitgenommen haben, Sarah. Und hier haben wir einen Riesenpilz. Ah, den können wir leider nicht einsammeln. Ah, gut, man kann ja nicht alles einsammeln können. Können wir nicht. Oh, noch ein Wolf. Moment, wir müssen erstmal eine Heilpflanze noch nehmen. Mana-Pflanze, Heilkraut. Ah, doch, diesmal habe ich es gesehen. Ah, es bringt ein bisschen was. Roher Fisch. Naja, lassen wir das mal. Wolf. Ja, der Wolf war schon nicht einfach vorhin, aber das war, glaube ich, ein junger Wolf. Ja. Pass auf, das war super. Ja. Wolf, habe ich geschafft, habe ich. Naja, du hast aber auch gut mitgeholfen, indem du zugesehen hast. Ach, ich dachte schon, das wäre jetzt eine andere Waffe. Ja, irgendwas so eine machetenartige Waffe, das wäre schon richtig klasse, wenn wir das finden würden, aber wir sind ja gerade am Anfang. Ich glaube, das Tier da, das ist dann eher ein erwachsenes Rattentier. Ja! Pass auf! Das war richtig gut. Oh, hey, das macht ja Spaß. Und Sarah sagt uns auch gleich, ob wir es gut gemacht haben oder nicht. Das finde ich prima. Jetzt haben wir bestimmt 1 Million Pflanzen übersehen auf dem Weg hierher, oder? Egal, da ist ein Haus. Das sieht relativ modern aus. Ich dachte, das wäre alles eher so altertümlich hier. Aber das sieht schon etwas moderner aus, finde ich.
Da finden wir bestimmt tolle Sachen und... Psst. Sieh mal, ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Es wackelt, das bin ich, echt? Das ist die Maus oder was? Was wackelt hier? Erdbeben? Ah, es geht wieder. Ja, dann gucken wir uns mal. Also wir setzen uns nicht auf die Bank. Im Haus um. Können wir ran und rauszoomen? Ja, wir können. Oh, Blut an der Wand hier. Rechts und links. Naja. Stuhl. Einfache Truhe. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Brot? Das ist doch gut. Oh, und wir können schlafen. Ein Schlüssel. Das fängt ja richtig gut an. Und der Besen. Vielleicht können wir drauf reiten. Ah ne, wir sind ja keine Hexe. Vielleicht. Noch eine Minze. Und die Fackel können wir leider nicht mitnehmen. Na, bringt das was? Heilen wir uns etwas, wenn wir... Ja, sogar sehr gut. Na, dann trinken wir viel, viel Wasser. Hier kommen wir immer wieder zurück. Das ist unser Haus jetzt. Das erste Haus, das wir sehen. Wir nehmen es in Beschlag. Oh, was war hier noch? Noch mehr Minze. Ja, wenn wir die ganze Minze einsammeln, dann haben wir später nichts mehr. Da ist noch ein schöner Pilz. Ah, schöne Aussicht. Wir haben sogar Tiefenunschärfe, wie man sieht. Ganz gut. Schmetterlinge. Ah, okay, die können wir nicht einsammeln, aber da bräuchten wir auch ein Netz oder so etwas. Noch eine Feuerstelle. Was haben wir denn hier Schönes? Mana-Trank, Wichtelkappe und eine Säge und natürlich Gold. Gold, 16 mal Gold. Ja, wie gesagt, wir werden richtig reich, wenn das so weitergeht. Das gefällt mir. Oh, jetzt setzen wir uns hierher. Ja, da sitzen wir nun. Okay, wir versuchen mal was am Feuer herzustellen. Was ist das? Ach, nur ein Busch. Und wir können springen, aber wir können nicht schleichen, wie mir scheint. Langsam gehen geht noch. Ja, vielleicht kommt... Oh, was habe ich gedrückt? C. Ja, genau, das war C. Okay, Sarah. Im Haus ist auch niemand. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Haben wir einen Dietrich? Naja, wir haben aber einen Schlüssel gefunden. Ich habe einen Schlüssel im Haus gefunden. Worauf wartest du denn noch? Öffnen die Truhe und sieh nach, was drin ist. Ach so, macht man das einfach so in fremde Häuser, die hier blutverschmiert außen sind, reingehen und alte, einfache Truhen öffnen. Na gut. Hey, schon wieder so viele Heiltränke und alles. Und eine Pfanne. Ja, super. Wasser außerdem noch für unterwegs, sehr schön, das nehmen wir alles und wie ich gesehen habe jetzt gerade, habe ich mal endlich drauf geachtet, wir haben ein Inventar, das sogar richtig was zulässt, also da passt ordentlich was rein. Vielleicht können wir schlafen einen Moment, wir sollten erstmal die Pfanne benutzen. Feuer. Okay, drücke die linke Maustaste, um den gewünschten Gegenstand auszuwählen, die Pfanne. Na schön, dann gebratenes Fleisch, davon haben wir ja einiges. Wie viel gebratenes Fleisch wollen wir denn machen? Fleisch kurz gebraten und leicht blutig. So wie es sein muss. Ja, machen wir mal so viel, können wir bestimmt machen. Rohes Fleisch brauchen wir vielleicht nicht unterwegs. Ach, wie schön. Wir benutzen ja die Pfanne richtig. Riecht schon mal nicht schlecht. Ah ja, Feuer nochmal benutzen. Was haben wir hier noch? Hähnchenkeule und den Brathering. Ja, so ein rohen Fisch möchte ich nicht mit mir rumtragen. Geräuchert wäre vielleicht noch interessant, aber gebraten, boah. Lecker. Gebacken, so ein Backfisch vielleicht. Ja, also man wird als Vegetarier hier irgendwie entwöhnt von seiner Pflanzennahrung.
richtig lecker aus. Viel Fleisch also. Ach, du hast dich hierher gesetzt. Und? Ja, die Truhe haben wir geöffnet. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig. Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Ja, du siehst auch ein bisschen unterernährt aus, muss ich sagen. Wir sollten ihr alle unser Fleisch geben. Sie fällt ja sonst noch durch den Gulli-Schlitz. Ja, müssen wir nochmal braten, oder? Gut, dass wir was aufgespart haben hier. Riecht schon mal nicht schlecht. Das brutzelt richtig. Hier, wir haben Fleisch. Hier, hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Ach so. Sollen wir weiter ins Landesinnere? Wir müssen weiter ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Aber das Haus hat nicht mal Türen, hast du das nicht gesehen? Naja gut, dann warte hier. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Kapitel 1. Die verbotene Insel. Wir probieren nochmal das Bett aus, ob das irgendwas kann. Ach, wie schön. Ja, schlafen brauchen wir nicht unbedingt, aber vielleicht haben wir damit einen Speicherpunkt dann hier am Bett. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja, machen wir doch mal. Oh, sie sitzt die ganze Nacht hier also. Alles Lass gut? dich nicht unterkriegen. Ja, liebe Welt da draußen, ich bin neugierig, wie es weitergeht. Vielleicht geht es euch ja ganz ähnlich und ihr kennt den Titel auch noch nicht. Ich dachte, wir kriegen so eine Frontansicht von ihm hier. Naja, vielleicht finden wir das irgendwann noch raus, wie das geht, ob das geht. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das heißt, diese Folge ist vorbei und da ich so neugierig bin, kann ich schon mal versprechen, dass es einen zweiten Teil noch dazu gibt. Wir werden also in unserer Serie Das ist nur ein Test noch eine zweite Folge von Risen sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.